Repsol Podcast im Skigebiet. Yeah. Einer der seltensten schwarzen Skifahrer. Deutschland. Fährt auf Air Force One. Repsol trainiert für Olympia. Da ist unser Pistenführer. Oh, mir wird schlecht. Mir auch. Das ist unser. Das ist hier so ganz kurz, ja. Das heißt, das ist ein Gewurstel. Hey! Also da wir hier nicht so runter wollen, auf jeden Fall fahren wir jetzt schon. Langweilig, jetzt machen wir am Ende. Wem fahren wir jetzt zur Hälfte wieder weg? Das ist da. Wo? Ja, da fahren wir runter. Das ist das Stück. Da drüben fahren wir runter, das? Da würde ich sagen, zu diesen Sesselhüften hier rüber, dass wir hier mal. Ja. Ich fahre einfach da lang, wo mir gesagt wird. Ich fahre nur da lang, wo mir gesagt wird. Aha. Oh. Ja, ich glaube, wo man dann eigentlich. Ich hab mein Snowboard umgelesen. So. Oben geht's weiter. So. Hi. Wie man unschwer erkennen kann an den Schneeflecken auf Jans neuer Jacke, ist ganz kurz was passiert. Ich bin eben dick auf die Fresse geflogen, weil ich mich ein bisschen überschätzt habe. Ich habe angeklickt bei dem Skiverleih fortgeschritten. Das ist mein zweites Mal, dass ich auf Skiern stehe. Ich glaube, es sind Skier, das ist welche für Sportler. Ja, aber ansonsten. Guckt euch die Aussicht hier an, ist unbeschreiblich geil. Ja, ist echt wunderschön. Danke an Mountains in Motion, dass wir das nochmal erleben dürfen. Da hinten sind wir übrigens eben gerade runtergefahren. Und ungefähr da, das kann ich jetzt nicht erklären, aber ungefähr da in der Mitte ist der Jan halt auf die Fresse geflogen. Aber ich habe es noch besser gemacht. Ich bin nämlich direkt oben an der Hütte schon auf die Schnauze geflogen, ohne noch nur einen Meter gefahren zu sein. Ich fahre jetzt nämlich noch ein, zwei Mal ein und dann versuche ich vielleicht auch mal während der Fahrt zu filmen. Vielleicht. Ja. Ich habe auf jeden Fall das richtige Outfit heute getroffen. Ja. Ich habe eine Skihose. Ich habe auch eine Skihose. An dieser Stelle nochmal vielen Dank an meinen indischen Freund Amit, der mir dieses Snowboard hier, diese Schuhe und diese Hose geliehen hat. Geil. CJ ist leider nicht dabei. CJ ist unten, der hat es nicht so mit dem Skifahren. Der hat auch Höhenangst. Ja, Höhenangst, vom Fliegen Angst. Er ist halt nicht dabei, schade. Der sitzt jetzt da hinten auf dieser Berghütte, die kann man doch. Man kann sie sehen. Und zwar da hinten oben. Ja? Da sitzt der CJ jetzt und genießt wahrscheinlich ein kühles Bier. So, wir sind jetzt auch gleich oben. Und dann, keine Ahnung, wo wir dann langfahren. Ja, die lachen auch. Dann schauen wir mal. Genießt die Aussicht, Leute. Ist wunderschön. Wir sehen jetzt den Jan bei dem kläglichen Versuch, einigermaßen da runter zu fahren. Das ist der Jan. Er sieht einfach überhaupt nicht, er sieht gar nicht gut aus auf Skiern, leider einfach. Er sieht einfach nicht gut aus. Tut mir echt leid. Es tut mir leid, das sagen zu müssen, aber er sieht nicht gut aus. Ja. Wir müssen übrigens da runter. Ja. Snowflake. Der Jan. Chris! Wir fallen mir jetzt mal hinterher. Ja. Oh, der war zu schnell! So, bin auch auf die Fresse geflogen. Aber nicht so schlimm. Geht weiter. So, ein bisschen nass drin, Kamera. Was ist denn der Angst?
Mich hat doch eben einfach gerade mit Kamera zerrissen. Aber ja, das gehört auch dazu. Was sagst du? Ich glaube, die Abfahrt machen wir nicht mehr. Wir sind nämlich einfach gerade da runtergefahren. Ich habe Beinschmerzen, Angst im Arsch. Oder ich hätte mir echt die Hose gepustet. Okay, wir melden uns gleich im Sesslift wieder. Wir müssen kurz die Kamera trocken machen. Okay. Ich liege hier oder knie hier am Hang. Muss da hinten runter. Und der Jan ist da oben, lässt sich gerade von einem netten Skifahrerkollegen helfen, seine Skier wieder anzuziehen. Und das ist irgendwie echt schwierig. Das ist vorhin schon mal passiert. Ja. Ich glaube, er hat es gepackt. Und das ist auf jeden Fall, ich bin ein Star, holt mich hier raus mäßig. Nur nicht im Dschungel, sondern im Schnee. Ja. Ski-Video-Dokumentation. Jan, die zweite. Da ist er. Da, da war er. Riss. Hätte mich auch fast umgefahren, aber ist okay. Oh Mann! Willst du mal erzählen? Skifahren ist doch nicht mein Sport. Hab ich mir fast gedacht. Okay, wir schalten hier lieber aus. Also, Kamera läuft. Ich versuche jetzt nochmal während der Fahrt ein bisschen zu filmen. Ist nicht so einfach. Aber geht. Der Jan, mein Snowboard, Jan hat wieder gerissen. Wir fahren jetzt mal zu ihm. Hallo. Hallo Jan. Hey. Hey. Ach ja. Jan. Schnee in der Kapuze. Klappt auch einfach nicht. Stay an von Rapsoul. Bremsen, bremsen. Okay, wir sind auf den Fersen. Der ist schon wieder gestürzt. Meine Damen und Herren, der ist schon wieder gestürzt. Er ist schon wieder gestürzt. Ja. Da ist er. Wieder gestürzt. Besser ist es. Oh. So. Okay, überfahren die Leute nicht. So. Fahr jetzt irgendwo da runter. Das ist unser Überlebenstrainer und Almabtrieb, Achtung, Almabtrieb. Da, Vorsicht, oh, Achtung. Ein bisschen. Die Abfahrt nennt man jetzt Talabfahrt. Talabfahrt, weil wir das Tal runterfahren und nicht mehr mit dem Lift heute hochfahren. Weil die Lifte jetzt bald schließen und es ist meine letzte Fahrt. Hoffentlich nicht. Die Raufen kommen schon. So, wir werden was wahrscheinlich, also wenn ihr diesen Podcast seht, wenn ihr den Podcast seht und kein neues Album und keine neue Single kommt, dann wisst ihr warum. Dann ist die Sonne untergegangen, wir sind erbärmlich erfroren. So. Auf geht's, Männer. Auf geht's. Was sagst du dazu als Manager? Ich sag jetzt, bring mit Jan mal heil runter, würde ich sagen. Ja, würde ich auch sagen, das kann ein bisschen dauern. Aber das ist ja hier gar nicht steil, oder? Nee. Ach so.
Skikurs für... Ja. Du siehst auch aus wie ein Skilehrer. Ja, ganz so gut habe ich es nicht drauf, aber... Nee, ich meine jetzt, deine Optik sieht aus wie ein Skilehrer. Du hast, finde ich, ganz so eine coole Skilehrerjacke an, aber dann Löckchen, die aus der Wintermütze rausgucken und die geile Brille. Ja. Jetzt kommt schon wieder eine Pistenraube. Lass uns mal irgendwie ein Stückchen fahren. Okay, ich muss die Kamera jetzt ausmachen, denn kommt eine Pistenraube. Ich muss ein Stück runterfahren. Wir melden uns gleich wieder. Tschüss. Ja.